Da sind wir wieder. Und ich habe so keine Lust auf dieses Level. Ich habe so keine Lust. Ich sehe diese Igel einfach nicht. Ich sehe sie nicht. Ich kann nur einfach hoffen, dass da keiner ist, weil dafür sind meine Augen jetzt wirklich zu schlecht, um diese Igel zu sehen. Beweg dich einfach. Oh, da war einer. Oh, wieso ruckelt es eigentlich gerade so furchtbar? Mag mir das mal einer verraten, warum es so furchtbar ruckelt gerade? Es hat die ganze Zeit nicht geruckelt. Kann ich hier rein und Sterne schuren? Nö, natürlich nicht. Ah. Wunderschön. Na, gar nicht schön. Das waren die einzigen beiden roten. Dann wollen wir mal wieder unseren Maulwurf-Yoshi verwandeln. Und fallen erstmal ganz tödlich in die Tiefe. Ja, jetzt habe ich schon verkackt, ne? Nö, habe ich gar nicht. Okay. Ja, beweg dich doch. Ich dachte, der kann da nur lang, wenn das Blaue noch da ist. Diese Erde halt, die er vergräbt. Ergräbt. Weggräbt. Da. So, jetzt aber. Geh doch mal nach links, Mann. Oh. Flup. Oh, wie ich die kleinen Viecher da hasse. Ah, Mann! Hauptsache, sie ärgern mich noch mal so richtig, ne? Aber ich glaube, mein neuer Hassfeind werden diese Igel. Da ich ja nicht sehen kann, wo sie sind. Werden das meine neuen Hassfeinde? Ah, verstehe. Toll, ich hätte eh hier runter gemusst. Ach, den Schlüssel habe ich ja Gott sei Dank auch nicht. Was? Oh Gott, nein. Sag mir nicht, dass das kein normaler Secret... What? Ja, natürlich. Da verstecken die einfach mal eine Blume da drin, ne? Und was ist jetzt, wenn ich da nochmal drauf drücke? Oh. Oh, okay, verstehe. Das war dann für den Rückweg eigentlich gedacht. Ah, oh je. Anstrengend. Also das scheint kein Secret zu sein, sondern das scheint einfach der reguläre Ausgang zu sein. Und um uns zu nerven, haben sie noch einen Schlüssel eingebaut. Genial. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir unsere 30 Sterne bewahren. Ey. Wie kommen wir an den Schlüssel? Und was ist das da schon wieder? Ach so, das ist ja die Blume gewesen. Oh, wie kommen wir denn an diesen Schlüssel?
Ich meine, das ist ja anscheinend der reguläre Ausgang mit dem Schlüssel. Der war ja da hinten links, ne? Nee, Quatsch. Muss ich doch gar nicht lang. Boah. Geh mir fort, Gratterich. Sonst krieg ich einen Anfall. Ach, ich verstehe, glaube ich, was ich machen könnte. Nein, zu niedrig. Ja, du Sack, ey. Also, der Schlüssel, der ist da unten. Aber wie soll ich da hochkommen? Das ist doch so gar nicht machbar. Oh Mann, Gratterich, geh mal fort, ey. Da muss man ja echt aggressiv werden. Da muss man aggressiv werden. Es ist noch nicht mal mehr ein Stein hier. Ich finde es auch so nett, dass die den Kettenhundskin auf die Steine drauf gemacht haben. So teils. Ja. Ja. Nein. Nein. Von da oben komme ich nicht darunter, ne? Würde mich irgendwie wundern. Ich war ja vorhin oben und da war kein Anzeichen davon. Ganz sachte, ganz sachte. Nein, 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 nein. Mann, ey. Ja, das wird ein sehr langweiliger Part, was das betrifft. Steine rollen für nix. Na, 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 ich wollte ihn bremsen. Der lässt sich aber dann nicht bremsen, der Arsch. Ach, jetzt auf einmal doch, oder was? Ja, dann komm auch runter, Mann! Ja, wir haben jetzt den Stein in die Map gesteckt. Ja. Holen wir uns einen neuen. So. Und jetzt nicht wieder in die Karte fallen lassen. Leute, ich komme aus diesem Level hier einfach nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Wenn es keinen anderen Weg dahin gibt, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich die nächsten vier Parts, muss ich dann hier. Ja, ne? Hänge ich dann daran, hier den Schlüssel zu holen. Ey, wie kann man denn nur sowas in so ein Spiel einbauen, ja? Wir sind hier nicht bei Kaizo Yoshi. Ah, diese Igel, ich sehe sie einfach nicht. Ach Gott. Ja, da war wieder YouTube mit dabei. Ah, jetzt kriege ich auch noch E-Mails. Ich glaube, die Leute müssen sich langsam was anderes einfallen lassen, als mich anzurufen. Da wäre es gewesen, ey.
Oh, ich bin schon ganz heißer. Ich habe schon Halsschmerzen hier. Nein! Nicht mehr. Nein, schieb mich nicht runter, du! Ja, Leute, ich glaube, ich drehe erst morgen weiter. Also, wenn der Part hier erscheint. Und zwar, nachdem ihr mir in den Kommentaren gesagt habt, wie das geht. Ich weiß es nämlich beim besten Willen nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist wirklich da hoch. Dann springt er nicht mal, weil es laggt. Und springt schon wieder nicht, weil es laggt. Und rempelt sich auf den Kopf an. Es geht einfach nicht ohne den Stein, ne? Geht einfach nicht. Und vor allem, ich kann ja nicht einfach ein Ei durchschießen, weil ich muss ja wirklich zwingend dadurch. Weil ich ja den Schlüssel einsammeln muss. Komm, mach keine Faxen. Ey Leute, ich komme mir total verarscht vor. Wisst ihr das? Ich komme mir so verarscht vor. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich mit dem Stein noch machen soll. Jetzt laggt's auch noch. Super, danke, danke. Danke für diesen wundervollen Lag. Danke, PC. Ich habe dir nicht umsonst ein Quad-Core und 8 GB RAM eingebaut. Ich bin voll aggressiv gerade. Ich kann echt nicht mehr. Jetzt hört er mal auf, die ganze Zeit scheiße den Kopf anzurennen. Der kommt ja ohne Stein jetzt bald höher als mit Stein, weil er sich den Kopf da nicht anrennt. Mann! Spring doch, wenn man es dir sagt. Nee, Leute, also das. Ich lasse das ab dieser Stelle hier erstmal. Und sagt immer mal bitte, wie ich da hochkomme. Ich habe keine Ahnung. Bis dann.